Der Islam ist nicht dafür da, damit wir ihn ausschließlich in unseren vier Wänden praktizieren und ihn privat halten. Dafür gibt es im Islam zu viele Pflichten und Gebote, die uns dazu auffordern, mit der Gesellschaft zu interagieren und vor allem im Sinne der Dauer aktiv an sie heranzutreten. Die Gefahr besteht weniger darin, dass wir zu viel im Geheimen machen, sondern eher darin, dass wir zu viel von uns präsentieren. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, warum wir das tun. Und was von dem, was wir von unserem Islam nach außen hin preisgeben, notwendig ist. Eine große Gefahr, die dabei nämlich entstehen kann, ist der Wunsch nach Ansehen. Es kann durchaus passieren, dass wir uns darüber freuen, wenn uns ein islamischer Ruf jagt und wir lobende Worte dafür empfangen. Versteht mich nicht falsch. Es sollte auch nicht so sein, dass wir für einen unislamischen Charakter bekannt sind und man uns als offenkundige Sünder kennt. Vielmehr geht es darum, dass es uns gleichgültig ist, wie die Menschen von uns denken. Denn selbst wenn wir unter den Menschen ein No-Name sind, so könnten wir in den Himmeln eine hohe Stellung haben. Und auch wenn niemand auf dieser Welt es sieht, so weiß Allah doch darüber Bescheid. Das Bedürfnis danach, bekannt zu sein und Anerkennung zu genießen, entspringt nicht dem Islam. Und vor allem dann nicht, wenn es dabei auch noch um Anerkennung für die persönliche Praktizierung des Islam geht. Der Muslim lebt den Islam, damit sein Rang bei Allah subhanahu wa ta'ala steigt und nicht um die Bestätigung der Menschenwillens. So berichtet Ka'b bin Malik radiallahu anhu, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, zwei hungrige Wölfe, die auf Schafe losgelassen werden, sind für diese nicht schädlicher als die Gier eines Mannes nach Geld und Ansehen für seinen Dien. Der Islam spornt eher dazu an, dass man unter den Menschen unbekannt ist. Sobald man das Gefühl verspürt, gekannt zu werden und bei der Bestätigung dessen Gefallen verspürt, muss man sich hinterfragen. Denn die Sahaba als auch die Generation nach ihnen waren nie daran interessiert, Ansehen zu genießen. Ganz im Gegenteil, sie sind davor geflohen. In einem Hadith Qudsi wird all das Gesagte noch einmal richtig verdeutlicht. Abu Umama berichtet, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sprach, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagte, unter meinen Schützlingen ist mir jener Gläubige am bewundernswertesten, der arm ist, vom Gebet seinen reichlichen Anteil hat, vorzüglich in der Anbetung seines Herrn ist, ihm im Verborgenen gehorcht, aber unbekannt unter den Menschen ist, sodass nicht mit dem Finger auf ihn gezeigt wird. Sein Unterhalt reicht gerade für das Mindeste, doch ist er diesbezüglich standhaft. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam klopfte sich in die Hände und fügte hinzu, seine Lebensspanne ist kurz, wenige weinen um ihn und sein Nachlass ist gering.